Also eigentlich bin ich zur Malerei gekommen, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Ich male, weil ich es liebe. Es gibt wirklich nichts Schöneres für mich. Am liebsten arbeite ich mit Öl, weil es einfach wundervoll riecht, weil es sich herrlich verarbeiten lässt. Es hat die höchste Farbbrillanz, die ich mir vorstellen kann. Die Farben bilden eigentlich die Grundlage für meine Bilder. Ich fange an mit einer bestimmten Farbe und es entwickelt sich durch sich selbst heraus. Und dann geht es weiter, also mit anderen Farben, die sich darauf aufbauen. Und dann entsteht eine Idee, die ich aber noch nicht mal formulieren könnte. Es geht mir wirklich darum, was Schönes auszudrücken. Schön wäre es, wenn der Betrachter sich inspiriert fühlt zu mehr Freude, zu mehr Liebe, zu mehr bei sich sein. Ein kölsches Mädchen in der Rhön, das freut sich, dass es so viel Platz hat und sich richtig austoben kann und hier zur Ruhe kommt und zum Wesentlichen.